herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield war das Spiel. Quatsch. Ja, in der letzten Folge haben wir ja festgestellt, dass wir noch die andere Mission machen müssen, damit wir das hier abschließen können, weil wir das ja mit angeklickt hatten. Also kümmern wir uns das schnell drum und machen noch schnell diese Schleichaktion hier. Guckt in die Richtung. Wir müssen nur eins höher. Es ist unerlaubt in diesem Bereich. Sei vorsichtig, dass dich keiner entdeckt. Ist mir schon klar. Danke. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass mir hier nicht entdeckt wird von irgendjemandem. Ich bin immer noch ein Baum. Nur ein kleiner, süßer Baum. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und gucken mal hier. Genau, hier könnte man durchs Klo gehen oder einfach hier rüber. Ein wenig dunkel hier drin. Da steht einer. Wir müssen jetzt darunter wieder. Hier ging es ja wieder zum Klo, genau. Hallo. Lass mich runter. Nicht aus. Da war einer. Ja, das wäre stehen, das machen wir nicht. Security. Keine falsche Bewegung. Verdammt, der hat mich doch gesehen. Du kriegst mich schlecht. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Ich mag's gerne hart. Was zur Hölle war das? Die Waffe ist echt scheiße. Laden mal. Ich hoffe, dass... Ach, wir müssen das speichern zwischendrin. Ach, fuck. Habe ich vergessen. Und nochmal. Okay. Speedrun. Wobei, wir müssen gar nicht schleichen, die sind alle taub. Das ist ja gut. Alles gut. Wir müssen gar nicht schleichen. Interessiert.
Interessieren die sich für die Taschenlampe? Nö, auch nicht. Okay, bisschen ernüchternd. Müssen wir aufpassen. Ich nicht weiß, wann der Onkel da kommt. Ich spreche ja nochmal. Dann lass mal hier um die Ecke. Der geht hier davor, dann geht er wieder zurück, dann geht er wieder in der Richtung. Da ist er. Das ist die Frage, wo geht er hier hin? Ich bin ein Baum. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, das geht überall. Jetzt brauchen wir erstmal einen Dreier. Der Dreier passt nur hier. Zack und zack. Dann nehmen wir noch den hier. Und den hier. Sehr schön. Darf ich mich jetzt bewegen? Danke. Und wir schließen die Tür wieder. Dann gehen wir hier mal rein. Okay, nur das geht hier oben. Das war ja einfach. Mit den großen Ball bewegen. Oh, geil. Das war die falsche Taste. Warte, okay. Okay. Ach, Jeff, der spielt wieder oben. Tag. Der spielt wieder oben, nur mit den Granaten rum. Das macht nichts. Dann macht ihr öfters. Das ist okay. So, jetzt einfach noch wieder raus. So, wie wir reingekommen sind. Und dann hätten wir die Mission auch geschafft. Dann müssen wir jetzt wieder zu dem Hacker zurück. Und alles ist gut. Machen ihre Arbeit echt nicht gut. So, mein Gutster, los wieder mit. Oh, gibt's eine Geschichte? Dann los. Ich nehme mein umwerfendes Lächeln und meinen unwiderstehlichen Charme mit. Packst du den Proviant? Jawohl, so machen wir das. Los geht's. Wir haben alles und niemand wurde verletzt. Freut mich, dass du dich zurückgehalten hast. Hä? Was soll denn das heißen? Als ob ich immer
ragen würde und alle umlegen würde. Sehr frech von dir. Muss ich mich nochmal überlegen, ob ich dich noch weiter mitnehme. So, irgendwie müssen wir jetzt hier runterkommen. Da geht's weiter runter. Sehr gut. Nein. Geht's weiter? Da geht's weiter. Hier geht's nicht weiter. Okay, gut. Das war schon. So bei den Lampen. Ach, hier runter. Da hoch. In sein Luxus-Apartment. Das ist die Quintessenz von Neon. Manchmal berauschend, manchmal verwirrend, manchmal stressig. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Nein, ich bin einfach gut. Ryujin hat die beste Security, die man sich vorstellen kann. Aber ich bin einfach gut. Eigentlich seltsam, dass sie noch niemanden gestürzt hat. Ja. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Ich hoffe, nach all der Arbeit steckt da die Identität des Maulwurfs drin. Wenn nicht... Hey, das ist mal ein schickes Setup. Meine Fresse, nix. Nicht übel. Ich warte auf dich. Los, mach vorwärts. Das Programm, das ich dir für Olaros Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Erst ziehe ich Mr. Chos Informationen. Das wird meinen Kunden sehr erfreuen. Und jetzt zu Miss Chen. Olaro hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung, dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Nein, ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien, darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. So, ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Ich bring die Slate gleich zu Dalton. Spann mich nicht länger auf die Folter, erzähl schon, was los. Du hast deinen Teil eingehalten. Sagen wir einfach, die Slate zeichnet kein sonderlich gutes Bild von Imogen Salso. Aber denk daran, du arbeitest mit Leuten, die sehr gut darin sind, Informationen zu fingieren und zu fälschen. Das ist das Problem. Ich wusste, dass man die Mögen nicht über den Weg trauen kann. Ja, das wäre zu einfach. Wieso bist du dir so sicher, dass die Informationen korrekt sind? Weil ich mich in meinem Geschäft auskenne. Aber Beweise allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Den Rest müsst ihr, du und Dalton, zusammensetzen. Okay. Das klingt so gar nicht. Sei dir nicht so sicher. Imogen ist praktisch in der Firmenunterwelt groß geworden. Ich würde davon ausgehen, dass sie nichts unbeabsichtigt tut. Hier ist die Slate.
War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Gut, na dann, geh zu dir zurück. Tu mir das doch. Komm, wir laufen schnell, mein Freund. Komm, komm. Entschuldigung. Ich kann nicht aufhören zu gehen. Kommst du jetzt? Danke. Du ein bisschen abschalten willst, verstehe ich das. Aber verliere dich nicht in den vielen Verlockungen. Wir haben viel zu tun. Hey, ja, bla bla. Hey Onkel, ich hab weiß was. Ich nehme an, du hattest Erfolg. Ich habe gestern keine Meldungen bekommen, also Glückwunsch. Nix hat alles problemlos entschlüsselt. Das hier hat er mir gegeben. Das dachte ich mir. So, was haben wir denn hier? Kaum zu glauben, aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Ein sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Das kann nicht sein. Ich glaube das einfach nicht. Jemand muss hier eine Menge Credits gezahlt haben, sonst würde sie Ryujin nicht so hintergehen. Welches Motiv sollte sie haben? Das Motiv kann alles sein. Credits, Konflikte, sogar Langeweile. Wegen Langeweile. Irgendwo war langweilig. Ich wollte einfach mal ein paar Geheimnisse verraten. Mal gucken, was passiert. Das kann ich nicht glauben. Sie hat die Mittel und den Zugang. Aber es ist selten so einfach. Die Beweise kommen mir zu eindeutig vor. Ich kann mich aber auch täuschen. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Warum gehst du nicht einfach ins Büro? Bist du bescheuert? Ich behalte sie gut im Auge. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. So. Wir gehen zu Imogen. Mich raten. Du suchst Imogen? Wie du sicher schon gemerkt hast, ist sie nicht hier. Was sehr schade ist. Sie muss nämlich noch einige Dokumente unterschreiben. Sie ist sehr gut darin, Schreibtischarbeit zu vermeiden. Dann greif bitte auf deine Quellen zurück und sag mir, wo Imogen ist. Imogen. Ich kann es nicht verübeln. Ein Schreibtischjob fühlt sich wie reine Zeitverschwendung an. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie war nicht im Büro, seit das Gebäude wegen Wartungsarbeiten geräumt wurde. Kostet wohl mal wieder den Urlaub aus. Ich weiß, dass sie keine externen Meetings oder Geschäftsreisen geplant hat.
Okay. Ich weiß nicht, ob dich das etwas angeht. Aber ich behalte mein Pendant gerne genau im Auge. Darf ich fragen, warum du das wissen willst? Ich bin hier Stalker. Das ist vertraulich, ich finde dich an Dürten. Du hast kein Recht, mir Fragen zu stellen. Ja, ich bin nicht hier, um zu tratschen. Sag mir einfach, wo Imogen ist. Du bist doch diese Spaßbremse. Imogens letzter Aufenthaltsort war Frankie's Grab and Go, was natürlich nur eine Fassade für das Seoka-Syndikat ist. Wenn du sie jagen willst, musst du dir das vom Management genehmigen lassen. Dalton ist wohl am besten. Oh gut, dann kann ich ein paar Snacks bei Frankie's Grab and Go mitnehmen. Ich brauche deutlich mehr Energie, wenn ich nach Daltons Pfeife tanzen soll. Alles klar, ich rede mit Dalton darüber. Dankeschön. Gut, würde sicher ein unschönes Drama geben, wenn du über seinen Kopf hinweggehst. Wobei das ein rechter Spaß wäre. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Kleiner Tipp. Wenn du ohne Erlaubnis losziehen und dich zu Imogen schleichen willst, sollte deine Begleitung lieber an der Tür warten. Um nicht aufzufallen, sind zwei einer zu viel. Viel Glück bei der Suche nach Imogen. Ach ja, und falls du sie tatsächlich findest, sag ihr, dass ich dir geholfen habe. Okay, wir gehen erst zu Dorten und sagen ihm Bescheid. Bevor wir irgendwelche dummen Sachen machen. Ne? Wir können zwar gut dumme Sachen machen, aber... Keine Imogen. Hat sie uns wirklich schon durchschaut? Laut Yuko wurde sie zuletzt bei Frank Grab and Go gesehen. Klar, dass Yuko das weiß. Wenn Imogen zum Syndikat gehört, kann ich dich nicht einfach auf sie ansetzen. Du musst mit Benjamin Bayo reden. Wir müssen sicher gehen, dass er von der Situation weiß. Mit etwas Glück hilft er uns sogar, Imogen zu kriegen. Wir sind nicht so die Besten, Bayo und ich. Warum müssen wir zuerst mit Bayo reden? Bayo kontrolliert das Seoka-Syndikat. Wenn du da reinspazierst, ohne es vorher mit ihm abzusprechen, sieht er das als Verletzung unserer Geschäftsbeziehung. Ich kann Imogen selbst schnappen. Ich brauche keine Erlaubnis. Na gut. Ich sag Bescheid. Gut, denn ansonsten nimmt das eine Komplexität an, für die uns die Zeit fehlt. Geh zum Trade Tower, aber sei möglichst diskret. Sag Bayou, dass du im Auftrag von Ryujin kommst. Er will vielleicht Credits oder einen Gefallen. Egal was, gib es ihm. Okay. Hoffentlich nur Credits. Jawohl, schwarzer Balken. Ich hol mir Imogen, kostet es, was es soll. Je früher, desto besser. Einen cleveren Kopf wie ihr darf man nicht unnötig viel Spielraum lassen. Ja, ich weiß. Bring sie nur bitte lebend her. Ach. Wenn sie wirklich der Maulwurf ist, hat sie einige Fragen zu beantworten. Wenn sie Widerstand leistet oder fliehen will, müssen wir das wohl als Schuldeingeständnis werten. Und du musst sie leider eliminieren. Noch größere Spaßbremse. Verstanden. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns ein Verräterin entkommt. Wenn Imogen schuldig ist, wird sie dafür mit ihrem Leben bezahlen. Nein, fände ich überhastet, sie zu töten. Vielleicht hat sie ja einen Komplizen. Ja, danke. Zum Glück hatte jemand noch einen Funken Verstand. Das Risiko ist einfach zu hoch, um Imogen weiter als Verräterin operieren zu lassen. Wenn wir sie jetzt nicht eliminieren, kann sie die Firma zerstören. Sie kennt die Konsequenzen eines Verrats an Ryujin. Das macht sie gefährlich. Sollte tatsächlich das Schlimmste eintreten, würde ich dich nur bitten, gründlichst nach irgendwelchen Beweismitteln in ihrem Besitz zu suchen. Ich hoffe, dein Urteilsvermögen wird nicht getrübt, weil ihr euch kennt. Nein. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge wohl mit Bayou sprechen müssen. Naja, gut, mit unserem guten Freund. Dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, euch eine wunderschöne und angenehme Woche.
Bis zum nächsten Mal, euer Gunrock. Bye, bye.